Fritz. Ja, Kevin, die zweite Halbzeit läuft hier in Wien-Floridsdorf und die erste stand, ich würde mal sagen, nicht zuletzt in deinem Zeichen. Mit ein bisschen Glück hättest du 4 Tore machen können. 2 hast du gemacht. Wie war es aus deiner Sicht? Ja, wir haben den Gegner dominiert, war auch klar von Anfang an. Und wir sind hart im Training, war anstrengend. Ja, 2 Tore gemacht, bin glücklich. Also man hatte das Gefühl, dass einiges an Kombinationen, das Spiel von außen betrachtet, sehr gut lief. Und deine Dominanz war, das hat mich besonders gefreut, deutlich zu erkennen. Ja, ich bin fit, ich bin heiß auf die Saison. Ich freue mich auf Europa League, DFB-Pokal-Meisterschaft. Die Saison kann kommen. Nun waren heute gleich in der ersten Halbzeit 2 neue Jungs dabei. Der Robert Lewandowski, der Shinji Kagawa. Hast du ein bisschen mit drauf achten können? Wie gefallen dir die beiden? Wie kommen die in der Mannschaft zurecht? Ja, sind beide technisch richtig gut, torgefährlich, richtig gute Technik, arbeiten viel mit nach hinten und ja, das ist super Verstärkung. Kevin, am Mittwoch wird es dann, denke ich, ein bisschen härter, wenn wir bei uns in Stegersdorf gegen den türkischen Meister spielen. Aber ich glaube, für die Zuschauer, die da hinkommen, müsste es ein interessantes Spiel werden. Jetzt könnt ihr das 3:0-Fall, fällt aber nicht. Auf jeden Fall wird das ein interessantes Spiel. Wir sind Meister geworden in Türkei. Wir freuen uns drauf. Wird ein interessantes Spiel. Schon mal für Europa League trainieren und ja, wir werden Mittwoch Gas geben. Kevin, alle BVB-Fans wünschen dir, dass die neue Saison ähnlich positiv für dich verläuft. Ich sage Dankeschön und mach uns weiter so viel Freude. Ja, danke. Alles klar. Ja.